Kollegin Dr. Bärbel-Kofler. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ja, Herr Kollege Leibrecht, ich finde es schon schade, dass Sie dem Antrag nicht zustimmen können, denn Sie haben die Zahlen ja geschildert, wie die Situation um die Bildung weltweit bestellt ist. Und ich glaube, allein diese Zahlen, die Sie selbst genannt haben, die 61 Millionen Kinder ohne Grundbildung, die über 70 Millionen Jugendlichen ohne Zugang zu Bildung, die 775 Millionen Erwachsenen, die Analphabeten sind, zwei Drittel davon Frauen, allein diese Zahlen rechtfertigen, dass wir uns wesentlich intensiver dem Thema Bildung zuwenden, wie das von Ihrer Seite hier auch geschehen ist. Und ich finde es schon spannend, wenn Sie Bildungsausgaben, eine Oder-Bildungsquote von 1,3 Milliarden hier in den Raum stellen. Jetzt können wir ja durchaus darüber diskutieren, ob man Studienplatzgebühren anrechnen soll oder nicht. Aber wenn Sie das hier so in den Raum stellen, als hätten Sie das als BMZ 1,3 Milliarden finanziert, dann muss man einfach zur Kenntnis nehmen, der überwältigende Anteil sind Studienplatzgebühren. Und um das mal in einem Beispiel zu illustrieren, im Jahr 2010, das Jahr, wo ja die Grundbildung am höchsten war aus dem Haushalt heraus, das ich durchaus anerkenne, waren wir bei 110 Millionen Euro Grundbildung, die wir aus dem BMZ finanziert haben. Aber allein in diesem Jahr wurden Studienplatzkosten für chinesische Studenten von über 140 Millionen finanziert. Also einfach mal die Dinge in die Gewichtung bringen, wenn wir sie zurückführen wollen auf die grundlegenden Probleme der Menschen, nämlich das Recht auf Bildung, das Menschenrecht auf Bildung und den Zugang zu diesem Menschenrecht. Leider haben Sie nichts zum Thema, und das haben wir auch als ganz wesentlichen Punkt in unserem Antrag gesagt, zum Thema Qualität in der Bildung jetzt gesagt. Ich möchte das noch mal hervorheben und herausstellen. Denn gerade für Qualität, egal ob in Grundbildung, ob in frühkindlicher Bildung, in Sekundarbildung oder auch in beruflicher Bildung, und da sind wir uns doch eigentlich auch immer alle einig gewesen, brauchen wir einen wesentlichen Mittelaufwuchs. Dieser Bereich ist unterfinanziert. Wir wissen, es fehlen 2 Millionen Lehrerstellen weltweit, um überhaupt mal einen Zugang zu Bildung für alle ermöglichen zu können von der Lehrerzahl her. Und wir wissen, dass jedes Jahr fast 250 Millionen Kinder die Schulen nach 4 Jahren Grundbildung verlassen und nicht lesen und schreiben können. Das muss uns doch besorgen und zu ganz anderen Anstrengungen beflügeln und befähigen, wie das, was wir bisher gemeinsam miteinander gemacht haben. Dazu hätte ich schon von Ihrer Seite nach 4 Jahren Regierung etwas gerne gehört. Dialog mit Partnerländern finde ich ein ganz wesentliches Thema, und das haben wir auch in unserem Antrag drin. Es geht doch gerade darum, die Partnerländer zu unterstützen, Bildung wirklich in den Mittelpunkt stellen zu können. Wir haben jetzt die Chance. Es gibt, wenn man der Institution Global Partnership for Education nachliest, was Sie sagen, in den nächsten 10 Monaten 32 Länder, die Anträge stellen wollen, um Begleitung zu haben für den Sektor Bildung, um den Bildungsbereich ja, verändern zu können in ihren Ländern, um hier wirklich zu Verbesserungen kommen zu können. Das sind doch Dinge, die wir gerade jetzt finanziell auch mit unterstützen müssen, mit Know-how konzeptionell und mit Fachleuten unterstützen müssen. Dazu habe ich leider nichts gehört und hätte ich gerne an dieser Stelle auch etwas von Ihnen gehört. Es geht auch dabei darum, und da komme ich schon auf den Punkt, den Sie zum Thema auch Rolle des Staates im Bildungssektor angesprochen haben. Es geht auch dabei, Partnerländer im Dialog, aber auch mit unserer gesamten Entwicklungspolitik zu unterstützen, selbsttragende Bildungssysteme finanzieren und aufbauen zu können. Darum geht es. Darum muss es Entwicklungspolitik gehen. Ich schätze sehr das Engagement vieler Nichtregierungsorganisationen in diesem Bereich. Aber unsere Aufgabe als Entwicklungspolitiker ist es, die Rolle des Staates in den Mittelpunkt zu stellen und sicherzustellen und beizutragen, dass auch in ärmeren Ländern tragfähige, nachhaltige Bildungssysteme finanziert werden können und Entwicklung stattfinden kann, damit die Menschen auch dauerhaft dort über Generationen hinweg Zugang zu Bildung haben. Und dazu gehören Dinge, die nicht gerade ganz hoch auf der Agenda dieses Entwicklungsministeriums stehen. Dazu gehören Dinge, wie sich international zu verständigen, nicht nur das deutsche Fähnchen irgendwo draufzustecken, sondern wirklich zu schauen, wie wir miteinander in einer internationalen Gebergemeinschaft diesen Anliegen Rechnung tragen können. Wir haben weitere Punkte in unserem Antrag.
Wir haben das Thema ISO-Kernarbeitsnormen aufgenommen, sehr bewusst, weil wir wissen, was für ein großes Hindernis es für viele Menschen ist, für viele Familien ist, Kinder, die in vielen Ländern leider arbeiten und arbeiten müssen, wie die dadurch von Bildung und Zugang zu Bildung abgehalten werden. Es ist uns ein ganz, ganz dringendes Anliegen. Das ist auch eine Aufgabe der Bundesregierung und eine Aufgabe des Entwicklungsministeriums, hier voranzukommen und hier Akzente zu setzen, um Kinderarbeit weltweit zu ächten und zu verhindern. Zum Thema Mädchen- und Frauenbildung könnte man sicher auch noch vieles sagen, dass das nicht immer ganz oben auf der Agenda dieses Ministeriums war. Das haben wir in vielen, vielen Debatten in den letzten Jahren ja festgestellt. Ich möchte schon auch zum Zeitpunkt noch mal was sagen. Sie haben so gönnerhaft gesagt, da kommt die SPD mit einem Antrag und der ist überholt. Wissen Sie, wann wir den hier eingebracht haben im Bundestag? Im September 2011. Dass wir ihn heute erst debattieren, dass heute erst der Bericht aus dem Ausschuss vorliegt, ist beileibe nicht der Fehler der Sozialdemokraten oder der Opposition. Diesen Schuh müssen Sie sich selbst anziehen. Und wenn man zu einer Zeitschiene vielleicht mal was sagen kann, dann zu der Zeitschiene Ihrer Bildungsstrategie. 2010 bis 2013 nennt sie sich. Vorgelegt wurde sie 2012. Da waren zwei Drittel dieser ganzen Zeitraums, den sie ja umfassen soll, ja wohl offensichtlich schon vorbei. Und wenn man da mal reinschaut, ist es der große Wurf. Also ich würde sagen, nichts gewiss weiß man nicht, heißt es auf Bayerisch, nichts Genaues steht da nicht drin. Da stehen ein paar gute Zielformulierungen drin, die wir ja auch teilen und auch mithaben, Bildung ganzheitlich fördern, berufliche Bildung stärken, kann man alles unterschreiben. Rat muss ja auch nicht immer neu erfunden werden, das ist ja ganz klar. Aber wenn man sich ansieht, wie Sie gestartet sind, vollmundig das Thema Bildung zu dem Schlüsselfaktor der Entwicklungszusammenarbeit zu machen und wie Sie dann mit dem, was hier wirklich in den letzten 4 Jahren passiert ist, gelandet sind, dann muss man wirklich das Bild vom Tiger, der gestartet ist, und vom Bettverleger, der gelandet ist, wieder mal bemühen. Und wenn ich mir das Thema Grundbildung anschaue, Sie haben zu Recht gesagt, hier sind Mittel aufgewachsen. Das gebe ich gerne zu, darüber freue ich mich auch. Ich freue mich auch, wenn insgesamt Mittel für den Bildungsbereich aufgewachsen sind. Zur Ehrlichkeit wird dazugehören, begonnen wurde mit dem Aufwuchs im Jahr 2008 und der größte Sprung war 2008, 2009. Da haben Sie noch nicht wirklich die Federführung fürs Ministerium gehabt. Aber bitte, sei es drum. Da muss man auch nicht so kleinlich sein. Hauptsache Mittel wachsen auf. Aber wenn dann der Spitzenpunkt bei der Grundbildung im Jahr 2010 war und es leider in den Haushalten 2011 und 2012 wieder runterging bei der Grundbildung, wo wir alle wissen, genau hier muss gehandelt werden, dann ist das für mich unbegreiflich. Das muss ich schon sagen an der Stelle. Ist das 2010 ein Strohfeuer gewesen oder wie bewerten Sie denn Ihr eigenes Handeln in dem Bereich? Und was machen Sie jetzt? Sie legen eine Neuauflage dieser Frage mit Arbeitskreisen und Strategiepapieren auf. Im Herbst des letzten Jahres gab es mal wieder die Einsetzung eines Arbeitskreises zum Thema Positionspapier Grundbildung. Im Herbst 2012, Strategie 2010, 2013. Ja, man muss es schon im Kopf auch noch mal haben an der Stelle. Und da soll dann Input für ein Positionspapier kommen. Ja, aber wir wissen doch, um was es geht. Der UNESCO-Weltbildungsbericht sagt es uns, der Atlas der Globalisierung sagt es uns in seinem Kapitel für Bildung. Wir wissen, dass wir institutionell Länder stärken müssen. Wir wissen, dass wir Konzepte, Bildungsstrategien in den Ländern stärken müssen. All dieses Ding ist bekannt. Wir wissen, der Sektor Bildung weltweit ist unterfinanziert. Also konzeptionelle, finanzielle Unterstützung ist nötig. Und an dieser Stelle brauche ich keinen neuen Arbeitskreis, brauche ich auch keine neuen Positionspapiere. Ich brauche Handeln an dieser Stelle. Das vermisse ich. Ich komme zum Schluss. Sie wollten sich messen lassen an diesem Strategiepapier und an seiner Umsetzung. Steht auf der letzten Seite Ihres Strategiepapiers: Unsere Überzeugung, mehr Bildung ist möglich, heißt es ganz vollmundig. An der Erreichung unserer strategischen Ziele wollen wir uns messen lassen. Ich finde, diese Chance hat der Wähler am 22. September und ich hoffe, er wird sie wahrnehmen. Das Wort hat die Kollegin Annette Hübinger von